Dieses Video wird unterstützt von PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den Link bei eurem nächsten Einkauf. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen Team Basics. In dem heutigen Tutorial bemalen wir mal einen Panzer ohne Airbrush. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, heute bemalen wir mal einen Panzer ohne Airbrush. Und zwar machen wir das heute mal mit der Dose. Viele von euch, naja, beschweren will ich jetzt nicht sagen, aber viele von euch fragen ja immer mal so, Mensch, ihr macht immer alles so mit der Airbrush, könnt ihr das nicht auch mal ohne Airbrush machen? Ja, das können wir heute mal machen. Wir machen heute mal eine ganz standard, einfache Standard-Panzerbemalung. Wir nehmen hier Panzergelb. In dem Fall nehmen wir die Dunkelgelb-Color AK-1023. Praktische kleine Dose, finde ich ein sehr cooles Maß, weil man ja oft nicht diese Riesendosen braucht, außer man bemalt jetzt Armeen. Dazu nutzen wir ein einfaches braunes Wash, dieses Mal von Vallejo, weil ich nichts anderes da habe. Ihr könnt natürlich auch Agrax Earthshade und was es nicht alles gibt verwenden. Das müssen wir uns allerdings ein bisschen hochverdünnen, weil das sehr stark pigmentiert ist. Ja, und dann werden wir mal noch Tarnstreifen aufbringen und das machen wir mit dem Pinsel, also auch ohne Airbrush. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Grundfarbe und zwar mit der Dose. Das geht diesmal super schnell. Als Modell dient mir wieder mein Panther. Ja, diesen Panther, den habt ihr wahrscheinlich schon in einigen Videos gesehen. Den habe ich auch schon öfters mal übergrundiert. Man sieht vielleicht auch noch ein bisschen was durch. Also ihr seht auch hier, der wurde schon ein paar Mal bemalt. Aber ich nutze den immer mal wieder ganz gerne, um euch bestimmte Dinge zu zeigen. Ja, wie ihr hier vielleicht auch schon gesehen habt, hier sind 20 Cent Stücke drin verklebt, damit es das Modell einfach ein bisschen schwerer macht. Ne? So ein Plastikpanzer ist halt manchmal so ein bisschen, ja, das fühlt sich immer nicht so richtig wertig an. Ne? Von daher beschwere ich ganz gerne mal immer die Modelle, indem ich einfach ein paar Münzen reinklebe oder ein bisschen Metall oder was ihr auch halt immer da ist oder da habt, was das Ganze ein bisschen schwerer macht. Ja, jetzt nehme ich einfach unsere Dose, die habe ich schon gründlich geschüttelt und ja, damit besprühen wir nun das gesamte Modell. Im nächsten Schritt braucht das Modell ein Wash. Normalerweise würde ich jetzt mit Ölfarbe rangehen und die ganzen Vertiefungen auspinseln bzw. das Öl einfach reinlaufen lassen. Jetzt arbeiten wir mit einem Wash, weil ja auch viele von euch sagen, ah, nee, Ölfarbe ist nicht so meins. Also wir machen ganz klassisch weiter. Wir schnappen uns hier ein braunes Wash, in dem Fall von Vallejo. Und das müssen wir jetzt aber auf jeden Fall noch hochverdünnen. Weil das ist schon, ihr seht schon, wenn ihr das in dem Behälter seht, es ist schon ziemlich dick. Wir machen jetzt einfach noch einen Schuss. Ja, ihr könnt Wasser nehmen. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Fensterreiniger, um da einfach noch mal ein bisschen die Oberflächenspannung zu brechen. Und jetzt ist es eigentlich ratsam, das ganze Modell, bevor wir es einpinseln, noch mal mit Wasser zu befeuchten. Ich habe hier einen kleinen Sprüher, einfach eine Schicht Wasser drüber, damit das Modell einfach schon ein bisschen befeuchtet ist, damit es einfach besser läuft. Ja, und jetzt fleißig drüber pinseln. Nun wollen wir das Wash natürlich auch nur in den Vertiefungen haben und nicht auf den Flächen. Das heißt, diese Fleckenbildung, die es halt bei einem Wash auch immer gibt, müssen wir jetzt so gut es geht natürlich auch irgendwie entfernen. Das Zimmerit ist natürlich jetzt hier praktisch, weil es uns natürlich ganz viele Vertiefungen gibt und wir gar nicht so die Flächen haben. Aber gerade diese hier zum Beispiel, die muss natürlich sauber sein und die entfernen wir einfach mit dem Pinsel, indem wir den Pinsel immer mal ein bisschen befeuchten mit Wasser und immer mal an einem Tuch austrocknen. Ja, auch hier haben wir natürlich jetzt bei den Schürzen das gleiche Problem. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das müssen wir natürlich entfernen. Aber da, wo wir es haben wollen, ist in den Vertiefungen und um den Nieten, um die Nieten herum. Und deswegen müssen wir hier natürlich auch ein bisschen noch nacharbeiten und die Flächen auf jeden Fall von dem Wash befreien. Und nun braucht es wieder ein bisschen Zeit zum Trocknen. Man kann da jetzt auch wieder vorsichtig mit dem Föhn nachhelfen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen. Nur nicht die stärkste Stufe, weil sonst bläst ihr quasi das Wash wieder aus den Vertiefungen raus. So, unser Wash ist nun angetrocknet. Also es ist noch nicht ganz trocken, aber wir können auf jeden Fall weiterarbeiten. Und ihr seht schon, was hier eigentlich der Fehler bei einem Acrylwash ist.
wir haben diese typische Fleckenbildung. Ne? Das haben wir immer mit einem Acrylwash. Es mag sein, dass es Leute von euch gibt, die das auch extrem gut steuern können. Ich kann mit solchen Washes auf Fahrzeugen leider nicht gut umgehen. Deswegen bin ich halt ein absoluter Ölfreund. Weil da könnte ich jetzt diese ganzen unschönen Dinge, könnte ich jetzt einfach wegmachen. Das kann ich bei einem Wash nachträglich nicht mehr tun. Beziehungsweise es gibt ein Mittelchen, unter anderem auch von AK. Damit kann man Acrylwashes tatsächlich so herstellen, dass man sie im Nachhinein noch bearbeiten kann. Aber dazu braucht ihr halt wieder einen Zusatzartikel. Ja, jetzt haben wir diese Fleckenbildung. Damit müssen wir jetzt leben, weil wir können sie jetzt nachträglich nicht mehr gut entfernen. Wir haben das ganze Modell jetzt ein bisschen runtergefiltert. Und es ist auch nicht so wirklich schön in den Vertiefungen hängen geblieben. Also klar könnten wir jetzt mit einem kleinen Pinsel nochmal rangehen und zum Pinwash machen. Aber auch dort ist die Gefahr einfach groß, dass wir übermalen. Und das ist halt, ja, das kann ich halt im Nachhinein immer nicht entfernen. Ne? Aber gut, wir arbeiten jetzt weiter. Es gibt jetzt einen leichten Drybrush. Dazu nutze ich einen sehr hellen Farbton. Ich würde sagen, irgendwas in Richtung Buff oder wie so Ice Yellow. Ne, Ice Yellow ist vielleicht ein bisschen zu yellow. Ich würde eher so vorschlagen, wir gehen in Richtung Beige. Meinem Grundton habe ich jetzt einfach noch ein bisschen Weiß hinzugefügt. Nehme mir einen schönen alten Trockenbürstpinsel. Mach den auch richtig trocken, weil wir wollen ja jetzt nur noch so ein paar Kanten-Highlights haben. Das ganze Modell so ein bisschen einfach noch plastischer wirken zu lassen. Das heißt, wir fangen hier an, gucken erstmal, ob der Pinsel trocken genug ist. Gehen hier über die Schürze mal rüber. Das funktioniert ganz gut. Und jetzt wirklich die ganzen Kanten einfach mal ein bisschen aufbürsten, die Nieten so ein bisschen und alles, was so ein bisschen erhaben ist, werden wir jetzt mit dem Pinsel aufbürsten. Damit kriegt ihr natürlich dann auch immer noch mal so ein bisschen diese unschönen Flecken weg. Im nächsten Schritt wollen wir Tarnstreifen aufmalen und das auch nicht mit der Airbrush, sondern mit dem Pinsel. Ich nutze hier Retractive Green von Vallejo. Habe mir die schon mal hier so ein bisschen angemischt. Jetzt ist der erste Schritt. Wir setzen den Turm jetzt erstmal auf das Fahrzeug drauf, weil wir wollen ja ein einheitliches Tarnmuster aufmalen. Und nun nehmen wir als erstes die Farbe ein bisschen verdünnt, wie ihr sie sonst zum Malen auch anmischen würdet, so dass man gut mitmalen kann und zieht einen ersten Strich. Das ist erstmal wichtig, dass wir einen dicken Mittelstrich haben. Und wir ziehen uns erstmal nur quasi eine Hilfslinie. Und diese Hilfslinien malt ihr euch quasi jetzt so, wie ihr euer Tarnmuster auch haben wollt. Und das macht ihr erstmal mit dem gesamten Fahrzeug und dann geht es weiter, indem wir diese Mittellinie oder diese Hilfslinie verbreitern. So, das sind meine grünen Hilfslinien und jetzt können wir die Tarnung ausarbeiten, indem wir sagen, okay, wir machen die Streifen ein bisschen dicker und ein bisschen ausgefranselter. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an, unsere Hilfslinie so ein bisschen dicker zu malen und auch nicht mehr so gleichmäßig. Also ruhig, dass ihr auch mal so ein bisschen ungleichmäßige Linien macht mit so ein paar, ja, Ploppels, Felder, wie ich jetzt mal sage, dass es halt einfach nicht zu gleichmäßig aussieht. Nun sehen unsere Tarnstreifen schon etwas ungleichmäßiger aus. Wir haben sie ein bisschen breiter gemacht. Nun müssen wir auch hier auf dem Tarnstreifen einen gewissen Highlight erzeugen. Dazu nehmen wir uns einfach ein bisschen Beige und unsere Grundfarbe, dieses Reflective Green, und hellen das Ganze ein bisschen auf. Und diesen Farbton auch noch gut verdünnen. Diesen aufgehellten Farbton und auch stark verdünnten Farbton setzen wir jetzt mittig auf unseren vorhandenen Tarnstreifen auf. Wenn das beim ersten Mal nicht so richtig deckt, dann gerne noch eine zweite Schicht drüber.
Ja, und so oft ihr das natürlich macht, umso stärker wird natürlich der Effekt. Bei mir waren es jetzt 3 Schichten und wir sehen auf jeden Fall, dass da schon eine Veränderung stattfindet. Jetzt müssen wir uns noch um die Ränder kümmern. Dazu nehmen wir unser Reflective Green, womit wir den Hauptstreifen gemalt haben. Und den werden wir jetzt zu einer Lasur hochverdünnen. Auch hier nehme ich wieder Fensterreiniger. Das könnt ihr natürlich auch mit Wasser machen. Und da eine schöne dünne Lasur. Das ist auf jeden Fall noch zu dick. Also richtig schön hochverdünnen. Das entspricht schon eher meiner Konsistenz. Und ja, am besten immer am Modell ausprobieren, an einer kleinen Ecke. Und nun malen wir die Ränder mit dieser Lasur. Also ihr habt quasi ja immer noch von eurer Hauptfarbe was stehen. Und darüber malt ihr und malt über das Panzergelb noch ein bisschen. So dass ihr wirklich einen, ja, dass ihr die Farbe so ein bisschen leicht ausfadet. Und auch hier brauchen wir wieder 2-3 Schichten, damit ihr das auch seht. Und dann haben wir quasi diesen Airbrush-Effekt. So, das könnt ihr natürlich jetzt auch wiederholen, bis euch das gefällt. Aber man sieht jetzt natürlich schon, man sieht diesen, ja, sieht einen plastischen Effekt. Jetzt könnte man diesen Effekt am Rand natürlich noch verstärken, indem ihr da einfach noch eine zweite oder gar eine dritte Schicht aufbringt. Ja, und das war jetzt eigentlich schon, ja, das Grundlegende. Wir können jetzt natürlich noch weiterarbeiten, indem wir jetzt noch einen braunen Tarnstreifen aufbringen. Und natürlich müssten jetzt noch alle Details gemacht werden, wie die Ketten, die Laufrollen, das MG, das ganze Zubehör, was hier rumliegt. Das können wir jetzt noch im Nachgang anmalen. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch ein kleines Weathering, was jeder zu Hause nachmachen kann. Und zwar braucht ihr einfach nur ein paar trockene Pigmente, die mit viel Wasser anrühren. Und auf jeden Fall ein Schuss Fensterreiniger, weil das bricht zusätzlich die Oberflächenspannung. Das Ganze jetzt einmal umrühren. Und jetzt sauen wir extrem rum. Und zwar nehmen wir uns diese fertige Pigmentmischung und streichen es einfach komplett über den ganzen Panzer. Den Turm natürlich auch. Und jetzt braucht ihr Wasser, denn das Zeug muss natürlich jetzt wieder runter. Und einfach klares Wasser nehmen und von oben runterlaufen lassen. So, und fertig ist auch das schnelle Weathering. Das würde ich jetzt auf jeden Fall so trocknen lassen, nicht mit dem Föhn arbeiten, weil sonst schiebt ihr die Pigmente einfach nur noch hin und her. Pigmentwash habe ich früher immer sehr, sehr gerne genutzt, weil man einfach noch, ja, das ist eine super schnelle Art und Weise und ihr kriegt nochmal so eine schöne sandige Struktur in den Rillen. Und ja, ihr seht schon, hier hat sich das Pigment auch schon wieder in die Ritzen gezogen. Und das ist genau das, was wir zum Abschluss noch haben wollen. Das lassen wir jetzt einmal richtig stark durchtrocknen. Dann werden wir das Ganze nochmal, ja, mit Mattlack versiegeln. Zum einen natürlich, um halt auch die Pigmente einfach ja, an dem Fahrzeug zu lassen, dass wir sie nicht abfingern. Und natürlich, um den restlichen Glanz wegzubekommen. Ja, und das war's dann auch schon. Aber ich zeige euch den Panzer gleich nochmal, wenn er fertig getrocknet ist. Ja, unser Panzer ist nun fertig, hat noch ein abschließendes Matt-Finish bekommen, aus der Dose natürlich, ne? Nicht aus der Airbrush. Und ja, ich muss sagen, ist okay, ne? Also kann man machen, ist jetzt nicht mein Malstil, ne? Das muss jetzt natürlich jeder selber wissen, es ist absolut nicht mein Malstil, aber man kann schon auch ohne Airbrush, nicht ohne Pinsel, ohne Airbrush kann man das natürlich auch machen. Die Tarnstreifen ist jetzt nicht so, es ist einfach nur ein paar, es sieht aus wie ein Streifenhörnchen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen was Braunes gemacht hätten oder die Tarnstreifen ein bisschen größer, mehr fleckig gearbeitet hätten. Das geht natürlich alles. Das ist natürlich euch überlassen, aber so könnte man es angehen. Das heißt, wir haben das Spray aus der Dose genommen. Wir haben einfach ein braunes Wash rübergezogen. Stark verdünnt natürlich auch und dann schön wieder die Flächen abgezogen. Haben das ganze Modell ein bisschen trocken gebürstet, die Ketten ein bisschen gemacht. Die Tarnstreifen ja, in verschiedenen Formen, also beziehungsweise mit einer Technik aufgebracht, dass wir erstmal eine Hilfslinie zeichnen, die Ganze dann ein bisschen dicker malen. Und da ist natürlich eure Fantasie
alles offen. Ne? Also da könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Nehmt euch am besten, googelt mal ein bisschen, guckt euch ein paar Tarnbilder an und dann könnt ihr das genauso nachmalen. Oder ihr könnt das Ganze auch noch ein bisschen abmaskieren, indem ihr einfach ein bisschen Knete nehmt, zum Beispiel diese Magic-Knete, und dann malt ihr einfach mit eurem Pinsel entlang der Knete und macht dann quasi nur noch die Highlight, also diese Highlight-Fläche in der Mitte und blendet das Ganze dann an den Rändern aus. Da muss die Knete dann natürlich weg sein. Aber das funktioniert alles und man kann das machen. Zum Abschluss noch ein leichtes Pigmentwash gegeben, damit wir einfach noch so ein bisschen Verwitterung drauf haben. Und ja, man kann es machen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, weil ich einfach auch seit Jahren einfach viel mit der Airbrush mache. Und ich muss auch sagen, man kriegt es natürlich mit der Airbrush viel, viel feiner hin. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn viele von euch da draußen sagen, nee, ich habe keinen Platz für eine Airbrush oder ich habe einfach nicht die Möglichkeit, eine Airbrush aufzustellen. Dann müsst ihr natürlich auf so eine Technik zurückgreifen. Und ich glaube, viele von euch da draußen können das viel, viel besser als ich, weil ich bin halt Tarnstreifen mit dem Pinsel. Finde ich schon, ist für mich tatsächlich eine Herausforderung. Also kann man sagen, dass eine Airbrush Cheating ist? Ja, teilweise schon, aber warum nicht? Also ich meine, wir haben ja einfach die Möglichkeit und warum sollte man diese Möglichkeit dann auch nicht nutzen? Es ist ja nicht illegal, also von daher, wer eine Airbrush zu Hause hat, sollte das definitiv auch nutzen. Und damit kriegt man definitiv auch feinere Ergebnisse hin, als ich das jetzt hier mit dem Pinsel gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel gewesen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. So, jetzt wünsche ich euch aber eine schöne Restwoche. Ich wollte gerade sagen, ein schönes Wochenende, aber nee, wir haben ja heute erst Mittwoch. Von daher wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns dann am Samstag zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und natürlich am morgigen Donnerstag natürlich beim Tableschmuck, beziehungsweise beim Thomas auf dem Tabletop-Schmuck. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das hilft uns immer sehr, sehr weiter, diesen Kanal natürlich so weiterzuführen. Wir danken allen, die uns in den letzten Monat noch wieder großartig supportet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten schaut gerne mal bei unseren Partnern vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beziehungsweise im angepinnten Kommentar. Das ist, glaube ich, jetzt total trendy. Ne? Man muss immer sagen, so, die Links findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich gehe mal mit dem Trend. Schaut mal in den angepinnten Kommentar. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil viele von euch gucken nämlich gar nicht immer in die Videobeschreibung, gehen nämlich in die Kommentarspalte und da fällt das dann nämlich nochmal direkt drauf auf. Von daher macht es natürlich schon Sinn. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.